Moin moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 im Ironman Mode und betet gemeinsam mit uns, dass die Osmanen sich gut anstellen und den Polen noch ein bisschen was weghauen, denn sonst haben wir ein Problem. Wir haben gerade Polen-Litauen den Krieg erklärt und stehen auch schon an der Grenze und werden jetzt auch sofort zumindest mal eine kleine Offensive starten. Genauso werden wir hier unten, wenn alles nach Plan läuft, die Toskana angreifen, die gleich abhaut. Schisser. Das Problem dabei ist, ich will nicht, dass die abhauen. Es ist mir doch relativ wichtig, dass wir die stellen können. Weil die werden schneller sein mit den Belagerungen. Wir müssen es auf jeden Fall im Auge behalten. Das interessiert mich weniger. Denn Polen-Litauen hat deutlich mehr Truppen als wir. Wenn die uns stellen, haben wir ein Problem. Das heißt, wir müssen das Ganze enorm im Auge behalten. Zumindest wenn sie uns mit einer großen Armee stellen. Technologisch sind sie uns nicht mehr voraus, zumindest nicht nennenswert. Nee, tatsächlich gar nicht. Von Ideen her dürften wir auch vorne sein. Also ich gehe davon aus, dass wir gerade relativ gute Karten haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass wir uns jetzt einfach mal ein bisschen in den Weg stellen. Und schauen, dass wir die hier ein bisschen ärgern. Dass wir den Osmanen quasi Land wegnehmen, was sie sonst holen würden. Die Osmanen haben ihre Rivalität gerade von Spanien auf Frankreich verschoben. Okay, damit kann ich das Bündnis mit den Osmanen endgültig vergessen. Egal, wir kümmern uns jetzt um die Toskana. In Genua. Das sieht aber gut aus. Deutlicher Sieg. Oh, die Artillerie ist hier verbessert. Das ist schön. Wir marschieren einfach nach Siena und fangen mit der Belagerung an. Und ich habe nicht aufgepasst. Verdammt. Nein, wir fluchen nicht. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Alles ist in Ordnung. Wir ziehen uns einfach zurück und sammeln uns. Diese 6000 Mann werden vernichtet werden. Und zwar einfach so quasi nebenbei. Dennoch sammeln wir uns einfach erstmal. Laslav. Okay, die ziehen sich also zurück auf osmanisches Gebiet. Also ich hoffe halt, dass wir viel Warscore dadurch einfach generieren können, dass wir eben die Toskana komplett besetzen. In Frankreich greift Österreich an, das ist auch interessant. Soll mir sehr recht sein. Ein Problem, was ich gerade sehe, ist, dass wir kein nennenswertes Plus mehr haben. Aber gut. Wir werden bald weitere Provinzen dazu bekommen. Ich habe leider keine Ahnung, wo die polnischen Truppen sind. Ich gehe davon aus, dass die beiden Armeen zusammen eventuell eine Schlacht gewinnen können. Und wenn nicht, habe ich zumindest die Manpower. Ich habe einfach mal Stabilität gerade. Das ist gut. Holen wir uns erstmal. Sichern wir uns einfach erstmal nur Gebiete. Das bringt uns schon mal ein bisschen voran. Ich muss einfach nur schnell sein, was die Reaktion angeht. Ich meine, eine Festung kontrollieren wir ja immerhin schon mal. Rücken wir einfach wirklich 1-1-1 immer ganz langsam vor. Und die Sachen interessieren uns gerade momentan eher weniger. Was mich sehr wundern würde, wäre, wenn die Polen plötzlich hier auftauchen. Die große Synode, das Event kennen wir auch schon. Auch hier sage ich wieder, wir nehmen die patriarchale Autorität. Und tatsächlich kommt mir gerade eine Idee. Denn ich möchte behaupten, dass die Ikone von St. Michael mit den 5% Disziplin gerade sehr effektiv sein könnte. Die Alternative wäre natürlich die Ikone von St. Nikolaus. Aber ich schaue jetzt einfach mal, was wir denn überhaupt fordern könnten hier in dem Krieg. Und was wir fordern wollen. Gerade kulturell, also wir akzeptieren die Kultur zwar noch nicht, aber es ist, gehört zu unserer Kulturgruppe. Von daher ist generell das ruthenische Zeug ganz sinnvoll. Aber vor allem ist es eigentlich auch sinnvoll, meiner Meinung nach, wenn wir sagen, wir schneiden Russland den Weg ab. Also, wenn möglich, würde ich tatsächlich diesen Frieden fordern. Schlichtweg, um sie abzuschneiden und dazu halt noch Charkow einfach aus Prinzip und dass wir den Osmanen hier unten eben auch noch den Weg abschneiden.
Also generell würde ich wahrscheinlich weniger gucken, dass ich gezielt sinnvoll erober, wie es für mich gut ist, sondern eher, wie es schlecht für die anderen ist. Zum Beispiel so. Da hat man nämlich auch eine Verteidigungslinie gegen die Osmanen gleich. Weil man dann auch noch weitergehen sollte und die Provinz eigentlich holen sollte, aber naja, das wäre eine Möglichkeit. Dann wären wir auch beim Livonischen Orden und könnten da theoretisch angreifen und so weiter. Das ist zwar ein Gebiet, was sich erstmal total beschissen verteidigen lässt, aber es verhindert vor allem, dass die anderen sich weiter verbreiten. Aber ich bezweifle, dass wir auch nur annähernd an so einen hohen Warscore kommen, dass wir das fordern können. Dementsprechend rücken wir erstmal langsamer vor. Aber sehr schön, wir haben die Belagerung von Siena gewonnen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Armee der Toskaner zu vernichten. Und zwar vollständig. Hier mache ich jetzt mal den hier. Wir wissen noch nicht, wohin sie fliehen, aber das Schöne ist, wenn wir uns geschickt anstellen, sehen wir tatsächlich, können wir es tatsächlich alles so halbwegs im Blick behalten, wenigstens. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall mal Richtung Kovno, da ist nämlich eine Festung. Und ihr marschiert da hoch. Sehr schön, die Toskana hat keine Armee mehr. Und wir können uns gleich Verstärkung ranholen. Reparieren wir erstmal kurz die Schiffe. Ich glaube, man merkt, dass ich tatsächlich mal ein bisschen konzentriert bin. Das passiert ja bei Kriegen eher weniger. Aber ich darf, also in dem Spiel, weil ich ja normalerweise. Man kommt halt relativ schnell in die Lage, wo man einfach viel mächtiger ist als die Feinde und dann tut auch ein Verlust nicht wirklich weh. Den Luxus haben wir hier halt einfach gerade nicht. Wir haben immer noch einen Feind, der eigentlich zumindest genauso stark ist, wenn nicht deutlich stärker. Deswegen müssen wir halt echt vorsichtig sein, wie wir uns bewegen. Und ja. Ich repariere jetzt erstmal, wie gesagt, kurz die Flotte. Das sind noch. Ja, die sind beim nächsten Tick fertig. Da will ich nämlich die Flotte der Toskana versenken, einfach damit sie weg ist. Und unser Erbe ist deutlich besser als unser aktueller Herrscher. Ich glaube, ich weiß, wer bald abdanken wird. Also in 15 Jahren. Ivan Rurikovic, 325. Ah, die Osmanen kümmern sich drum. Sehr schön. In dem Fall gibt es eine kleine Planänderung. Einfach damit wir so kurz wie möglich auf See sind, gehen wir rüber nach Lukanien. Die Flotte fährt auch schon mal rüber. Und wir machen mal kurz den hier. Generell gilt ja, wir wollen uns so viele Provinzen wie möglich sichern. Denn auch wenn die Provinzen nicht viel bringen, jede Provinz bringt ein bisschen Warscore. Und wir nehmen uns hier den Produktionseffizienzberater. Leider haben wir halt gerade ein minimales Plus nur. Oh. Eine Armee, die Probleme hat. Die gerade eine Schlacht verloren hat. Das ist gut. Ich werde jetzt einfach mal den hier machen und ein paar Truppen abspalten. Die werden nämlich auf jeden Fall ein bisschen brauchen, bis sie auf uns reagieren können. Das heißt, ich mache einfach mal. Ach, die Maschinen hierhin. Okay, Planänderung. Alles, was wir haben, marschiert dahin. Allerdings vielleicht nicht so schnell. Monopolfirma gegründet. Oft gewährten Königshöfe Handelshäusern die Exklusivrechte für den Handel mit Gütern in einem bestimmten Gebiet. Diese Monopole wurden im Austausch für eine einmalige Summe und fortlaufende Abgaben der Händler vergeben. Und wir machen in dem Fall tatsächlich ausnahmsweise mal die volle Bezahlung. Denn die volle Bezahlung führt zu, genau, globalem Handel. Und in dem Fall auch zu einer Universität vor allem. Was schon mal sehr gut ist. Und bald auch hier zum Karabiner, aber damit warten wir erstmal. Was, wo wir allerdings nicht warten werden, ist, dass wir uns gleich. Rechtzeitig da, ja, wir kommen noch in diesem Monat an. Wir können die Armee vielleicht sogar wipen.
dass wir sofort den Händler losschicken. Dann kriegen wir aber erst zum Monatswechsel, okay. Der Kirchenstaat ist nicht länger ein gültiger Rivale. Ah. Okay. Und das tat denen definitiv nochmal ordentlich weh. Damit brauche ich die Verstärkung tatsächlich gar nicht. Die werden abgespaltet. Avolena, aber die werden natürlich weiter fliehen. Also ich werde versuchen, ja, hier Krakau. Die marschieren nach Krakau. Die ziehe ich tatsächlich zusammen. Wobei, die marschieren nicht nach Krakau. Ich mach's dennoch immer noch lieber langsam. Das heißt, ich mache jetzt hier sowas. Die beiden großen Armeen werden weggestellt erstmal. Zack. 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 Wir sichern uns so viel Gebiet wie möglich. Mein neuer Händler ist endlich da und der soll tatsächlich nach Tunesien, um da Handel abzuschöpfen. Wobei. Zeigt mir mal die Handelskarte. Ich kann von da aus nach Genua weiterreiten und das will ich tatsächlich machen. Denn in Genua haben wir immerhin auch einen Händler, der abschöpft. Verdammt, da waren die schneller als wir. Na gut, ich rechne damit, dass die demnächst Frieden schließen. Und ich sehe vor allem auch gerade, wir haben einen Rebellenaufstand ausstehen. Sardinische Nationalisten. Ach du Scheiße. 35 Punkte Unruhe. Was ist denn da passiert? Nationalismus. Warum? Basisunruhe plus 5, plus 14. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber da wollen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Das heißt, wir marschieren mal kurz hier rüber und nehmen die gleich mit. Nebenbei kümmern wir uns natürlich auch noch um das hier oben. What? Ernsthaft, Frankreich? Ich bin gerade in dem Krieg mit Polen-Litauen. Ich habe nicht weder Zeit noch Nerven, mich mit Österreich zu kloppen. Vor allem, wenn ihr zu dämlich seid, so einen Krieg zu gewinnen. Wusa. Gut, dann greifen wir mal wieder den Kirchenstaat an. Wehey, holen wir uns erstmal hier die eine Provinz. Und dann holen wir uns Verstärkung und greifen die in Rom an. Dann kann ich mich eben nicht um meine Rebellen kümmern. Verdammt nochmal. So, ihr marschiert da runter, ihr marschiert dahin. Ihr marschiert mal mit hier runter tatsächlich. Ich meine, ich werde mich relativ bald darum kümmern müssen, dass ich, während die sich eben oben... Während die Osmanen... ich werde mich gleich darauf konzentrieren müssen, die Festung so schnell wie möglich einzunehmen. Polen, Litauen hat jetzt keine Truppen mehr. Das heißt, wir schauen gleich, wo denn die übrigen Festungen sind. Wir haben nämlich Krakau, Semplin... Warschau haben sie theoretisch... Ja, die haben da oben auch noch Festung. Okay, ich will da überall auf jeden Fall Truppen stationieren. Gleich. Vor allem Zemplin tatsächlich. Weil ich gehe nicht davon aus, dass wir hier noch viel holen können. Das heißt, ihr marschiert mal nach Warschau. Ihr marschiert schon mal nach Zemplin. Wobei, Zemplin werden sie sich wahrscheinlich holen. Das ist gut. Zeigt Elan. Unsere starke offensive Ausrichtung gibt der Armee unseres Landes ein Gefühl von Stärke. Denn Angriff ist immer die beste Verteidigung. Und so stürmen unsere Mannen furchtlos in die Schlacht, wohlwissend, dass der Sieg unser sein wird. Zielt auf die Augen, plus 15% Moral für die nächsten 10 Jahre. Das ist sehr gut. Machen wir es anders, dann geht ihr nach Wilno. Ihr geht nach Warschau. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie sich Zemplin holen werden. Krakau muss ich dann schauen, da will ich mich jetzt halt ungern noch mit dazwischen quetschen. Muss man dann gucken bei Gelegenheit. Aber, ach, was nehmen wir jetzt? Admin-Ideen oder Einflussideen? Es ist echt eine schwere Entscheidung. Ach komm, wir nehmen Admin-Ideen. Und die erste nehmen wir auch gleich. Wir heben uns die States noch auf. Ich will nämlich erstmal die Anpassungsfähigkeit haben. Und ich will hier den besten General haben, den wir haben. Mal gucken, ob der gewinnen kann. Na, das sieht nicht gut aus.
Warum verlieren wir? Gut, 5% Disziplin. Tyrannische Adlige. Ich lese gleich. Ich will die Schlacht gewinnen. Kommt schon. Okay, wir haben tatsächlich gewonnen. Wenn auch mit viel zu hohen Verlusten. Wir nehmen trotzdem die Verfolgung auf, in der Hoffnung, dass wir die da hinten stellen und vernichten können. Nein, Toskana, du kriegst keinen Separatfrieden. Tyrannische Adlige. Ein Repräsentant der Bevölkerung, die in einem von einer der wichtigsten Bojarenfamilien dominierten Gebiet lebt, hat sich heute an den Thron gewandt und den Knees beschworen, etwas gegen den, seinen Worten nach, systematischen Machtmissbrauch gegen die dortigen Menschen zu unternehmen. Als Herrscher von Riazan hat Dimitri IV., der Sechste, Entschuldigung, die Verantwortung, sein Volk zu beschützen. Würden wir dies nicht tun, ließe uns das schwach aussehen und könnte dem Provinzwachstum langfristig schaden. Der Bojarenstand würde die Bestrafung eines seiner mächtigsten Mitglieder aber wohl kaum sehr gut aufnehmen. Wir können uns das leisten. Wir bestrafen den Grundbesitzer. Den Grundbesitzer. Leider dürfen die einmal regenerieren, bevor wir sie angreifen können. Hoffentlich klappt es trotzdem. Oh, und Cagliari dürfte jetzt deutlich weniger Unruhen haben. Ich überlege gerade noch, ob ich die Autonomie erhöhe oder nicht. Aber unsere Handelsflotte wurde auf jeden Fall hier ordentlich angegriffen und ihr bleibt schön jetzt da. Gut, die fliehen wieder wahrscheinlich nach Romagna. Bleiben einfach mal dran. Vielleicht auch in ihrer Hauptstadt. Ne, von da aus geht es weiter nach Umbrien. Okay. So, okay, jetzt volle Konzentration. Die Osmanen haben ihren Frieden geschlossen. Und die mussten verdammt viel abtreten. Also Ungarn ist jetzt quasi komplett entweder in osmanischer oder in böhmischer Hand. Die sind auf dem Weg zu uns noch ein ganzes Stück weit vorgerückt. Und sie mussten auf viele Ansprüche verzichten. Also gut, der Frieden, den ich vorhin haben wollte, der geht schon nicht mehr. Das können wir nicht fordern, allein schon, weil die Provinzen gehen halt nicht. Aber was definitiv geht, auch weiterhin, wäre sowas in der Art. Allerdings ist da auch wieder die Frage, achten wir auf Festung und ähnliches? Beziehungsweise inwiefern achten wir auf Festung? Also, das da oben sollte bestehen bleiben, dass wir die Russen abschneiden. Ich meine, wir sind selber Russen, aber dass wir Moskau abschneiden. Wie gesagt, ich werde sie nicht Russland nennen. Das gönne ich denen nicht. Und unter Umständen könnten wir uns hier noch Vilno nehmen, wenn wir es dann gesichert haben. Das wäre wahrscheinlich relativ sinnvoll. Und dann die Provinz noch oder sowas. Muss ich generell schauen. Wir halten das auf jeden Fall erstmal aufrecht. Und ich hoffe, dass die nicht so schnell Truppen regenerieren können. Das Osmanische Reich und Böhmen fördern ebenfalls den globalen Handel. Und wir haben tatsächlich fast die Schlacht verpasst. Kommt schon, stellt sie. Und konzentriert euch. Unser großer Führer ist gestorben. Verbessern wir die Verstärkungsrate, glaube ich, für den Moment. Während der Johanniterorden sich da einzelne Provinzen holt. Oh, wow. Okay, in Ancona haben wir gewonnen. Wir bleiben dran, wir wollen die Armee wipen. Und das könnte dieses Mal tatsächlich klappen. Kommt schon. Ne, das wird wieder nicht reichen, glaube ich. Aber wir bringen ihnen definitiv ernstzunehmende Verluste bei und wir können endlich Genua bekehren. Das ist sehr schön. Moment, Maimana sollen wir erobern. Ich wollte gerade sagen, das ist in Afghanistan. Der Ort sagt mir nämlich was. Nee, Delhi ist nicht unser Ziel momentan. Kein Interesse. Ich habe gerade andere Dinge, auf die ich mich fokussieren will. Und da ist die Revolte in Cagliari. Hier steht einfach mal nach Urbino. Und da kommen die ersten neuen Truppen. Jetzt konzentriert euch, Leute. Sehr schön. Warschau ist gefallen. Und die haben schon wieder 28.000 Mann. Aber wir sollten das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich marschiere tatsächlich noch mit nach Vilno, weil ich davon ausgehe, dass wir das vielleicht noch sichern könnten. Ja, da haben wir es nämlich.
89% Warscore. Die Frage ist, wie viel davon kommt durch Toskana? Ich meine, das ist nur Siena. Und Siena sehe ich gerade gar nicht. Ne, Pisa. Ne, doch, Siena. 16 Punkte kommen dadurch. Was würde uns ein Separatfrieden mit der Toskana bringen? Eine ganze Menge Gold. Das würde sich tatsächlich lohnen. Okay, ich schließe den Separatfrieden. Und es sollte trotzdem reichen. Du kommst auch heim. Es sind nämlich nur ein paar Prozente, die uns das kostet. Du marschierst nach Rom. Österreich besetzt Syrakus. Oh, wow. Und wir schauen uns jetzt genau an, welchen Frieden wir haben wollen. Aktuell spielt es auch keine Rolle von der AE her, also keine Nennenswerte. Natürlich spielt es eine Rolle, aber ihr wisst, was ich meine. Wir können natürlich was ganz Bescheuertes machen und versuchen, zur Ostsee durchzukommen. Aber das sehen wir schon, das wird nicht gut aufgenommen. Nee, ich glaube, wir sollten eventuell noch hier Mstislav nehmen, wenn wir bei dem Frieden bleiben und Charkow. Und generell hier an dem Rand noch mehr Land, sage ich mal. Minsk zum Beispiel wäre eine Option. Weil Minsk schon wieder zu nah dran wäre. Okay, wir nehmen noch Geld dazu. Machen wir das so. Wir schneiden damit endgültig Russland bzw. Moskau von Polen-Litauen ab. Insofern die sich jetzt nicht einfach den Livonischen Orden holen. Wir kriegen relativ viel neues Land. Wir kriegen zwei Festungen. Kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Das ist ein ziemlich effektiver Frieden. Ist auch ein ziemlich teurer Frieden, aber tatsächlich. Was das Scoring angeht. Und leider machen wir das, bevor wir die Anpassungsfähigkeit haben. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, trotzdem sinnvoll. Machen wir das. Das war unser erster eigener Krieg mit Polen-Litauen. Der auch tatsächlich, den wir auch wirklich alleine selbst gekämpft haben. Lief doch einigermaßen. Der Fokus wird mittlerweile mal auf Dingens geändert. Ich bekehre weitere Provinzen. Ich werde tatsächlich jetzt noch nicht anfangen zu koren. Das dauert noch ewig. Wir fangen jetzt an zu koren. Aber bekehren halt parallel schon mal. So. Wir müssen dann gleich in Ruhe gucken, wie unser Plus gerade aussieht. Und dann müssen wir auf die Staaten gucken und so weiter. Die marschiert auf jeden Fall nach Rom. Die werde ich nämlich wahrscheinlich gleich hier unten brauchen, um einfach die Nationalisten schnell zu beseitigen. Auf der anderen Seite warte ich mal, dass unsere Diplomaten wiederkommen. Du marschierst mal nach Kursk. Die brauchen wir jetzt nicht mehr beide. Ich würde gerne die Festung von Kursk tatsächlich einreißen. Ja. Machen wir. So. Die werden sich gleich da unten um die Truppen kümmern. Die werden erstmal nach Riazan geschickt. Oh! Holland berichtet von der ersten Weltumsegelung. Ferdinand Magellan wurde das Kommando über 5 Schiffe übertragen, woraufhin er am 20. September 1519 in Spanien die Segel setzte. Er war entschlossen, eine westliche Seeroute zu den reichen Gewürzinseln Indonesiens zu finden. Die Überquerung des Ozeans nach Westen dauerte 99 Tage, nachdem er die Magellanstraße an der südlichen Spitze Südamerikas entdeckt hatte. Die Straße war tückisch und als sie schließlich den Ozean erreichten, weinte Magellan vor Freude. Der Ozean war so seltsam still, dass er Pazifik nach dem lateinischen Begriff für ruhig genannt wurde. Magellan selbst starb an einer Wunde, die er durch einen vergifteten Pfeil erlitt, als die Spanier dem Häuptling der Chebu dabei halfen, einen rivalisierenden Stamm zu erobern. Zwei von Magellans 5 Schiffen hatten die Reise überstanden.
Eins davon versuchte die Rückkehr über den Pazifik, sank jedoch. Das letzte Schiff, die Victoria, setzte ihre Fahrt westwärts fort und segelte über den Indischen Ozean, umrundete das Kap der Guten Hoffnung und erreichte am 6. September 1522 schließlich den spanischen Hafen Sanlúcar de Barrameda. Sie war somit das erste Schiff, das die Welt umsegelt hatte. Die Holländer haben die erste Weltumsegelung. Auch nicht schlecht. Leute, ich setze einen Cut. Wir haben uns gerade weit verbreitet. Wir sind noch mitten im Krieg und gucken jetzt, dass wir den Franzosen helfen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.